Hallo meine Freunde und willkommen zurück bei der Deathwing. Heute dachte ich mir mal, wir machen mal ein Solo-Spiel alleine mit dem Assault Terminator. Zeige ich mal kurz, wie ich den ausgerüstet habe. Also praktisch ein Cooldown auf die Schildfähigkeit, damit ich schneller wirken kann. Weniger Plasmaschaden, den man bekommt. Mein Hund 50% und 20% mehr Rüstung. Bei den Waffen werden wir das Schwert der Läuterung spielen. Selbsterklärend halt mehr Geschwindigkeit, damit man schneller schlagen kann. Und natürlich die ultimative Verzierung für mehr Schaden. Bei den Extras dann Zelot, damit die Gegner unsere Nahkampfangriffe nicht mehr blocken können. Mit Ausnahme von den ganz großen G-Stealers. Da machen wir mal eine private Lobby. Ist eh gerade nicht viel los, ist noch morgens früh. Kurz vor 10 oder ja, schon 10 Uhr, aber sind alle noch auf Arbeit. So, Passwort, damit sie auch privat bleibt. Dann hosten wir mal das Spiel. Wechseln die Klasse. Hier ist er. Schwert und Schild. Schwierigkeitsgrad natürlich keine Gnade, wie es sich gehört. Feiner Start ist der Deathwing. Braucht man nur noch eine Mission. Ob wir starten mal eine Spezialmission oder kommen mal die Zeiger, sie machen ein fertig. Aber warum nicht? Ach, starten wir mal die normale Kampagne. Die sind ein bisschen leichter. Die Kampagnenmission statt die Sondermission. Dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich denke mal, die erste Mission sollte man auch solo schaffen. Das habe ich nämlich schon ein paar Mal gemacht mit anderen Klassen. Jetzt kurz laden. Das Level. Fertig. Wo ist denn die beliebige Taste zum Starten? Einsatz beginnen. Aber das Problem ist immer, wenn man halt alleine eine Runde startet, muss man immer den Timer abwarten. Den kann man halt nicht überspringen, auch wenn man auf bereit drückt. Das ist ein bisschen blöd, müssen wir jetzt noch 30 Sekunden warten. Großmeister Belial macht dann noch die Einsatzbesprechung. Noch 17 Sekunden. Am besten die überspringt einfach eine Minute. Am Anfang passiert eh nichts. Minute vorspulen, dann müsste es schon losgehen. Ja. We're sending Gideon's beacon channel to you. So, dann legen wir mal los. Da unten, unter uns sind sie. Schwierig ist es halt als kompletter Nahkämpfer, Fernkampfgegner halt mit Fernkampfwaffen. Man kann zwar die Kugeln blocken, indem man sein Schild benutzt, dann verursachen die keinen Schaden, aber die kriegt man halt nicht tot, ne? Die bleiben da stehen. Ist die Tür schon auf? Müssen wir noch durch. Hier kommen sie raus. Sieht man auf der Minimap auf dem Radar. Die weißen Kreise. Da kommen die Gegner raus. Hinter der Tür steht auch schon einer. Oder zwei.
Unsere erste Schildfähigkeit haben wir auch schon bereit. Das ist unsere erste Fähigkeit. Und die letzte ist das Schild. Okay. Ja, Fernkampfgegner. Das ist immer so eine Sache. Wo ist er denn? Mehrere. Okay, in. Da ist er, da ist er. Den kriegen wir. Ja, geschafft. Wenn man in die rein sprintet, dann sind sie sofort tot. Das ist schon mal ein Vorteil. Ja, die Tür verschließen wir auch mal. Hinter uns. Jetzt geht's links in den nächsten Gang zum Missionsziel. Auf dem Weg liegt auch ein Relikt. Das sammeln wir direkt ein. Das gibt Erfahrungspunkte. Aber mehr auch nicht. Ah, die Tür wollte ein bisschen langsamer aufgehen. Kann sein, dass ich hier nicht durchkomme, weil da vorne um die Ecke sind immer die Hybrid-Psychers. Die warten nur, dass man da langläuft als Nahkämpfer und dann erledigen die einen aus der Ferne. Da kommt schon ein Gegner. Nee, doch nicht. Doch, da steht doch jemand. Ja, das ist einer. Da ist noch einer. Ups. Glück gehabt. Ich habe zwei Stück gezählt. Ich glaube, es sind sogar drei hier. Aber ich kann nicht so gut was erkennen. Ja, wie schon gesagt, da habe ich geschlafen. Sehen tue ich ihn auch nicht. Das ist jetzt sehr blöd. Ich muss unbedingt jetzt hier durch. Da ist er. Da ist er. Ab. Ich fürchte glatt, wir schaffen das jetzt nicht mehr. Da warten, ob meine Schildfähigkeit bereit ist, weil ich hier durchkomme. Wenn ich das jetzt noch schaffe zu überleben. Ja, da ist unser Portal zur Heilung. Haben wir geschafft, nur noch rein. Ja, geschafft. Damit haben wir jetzt wieder volle Gesundheit. Steht doch oben, geheilt. Und können es halt weiter probieren. Steht noch ein Schild Fortress in the. Nein, Fortress with is. Moment, ich kann es gar nicht lesen. Steht was auf dem Schwert. Ups, Glocken. Ah, die. Ach, die kriegt man sehr schlecht. Hier ist das nächste Missionsziel. Kann nicht. Da kommen die jetzt alle raus. Aber man kann die schon mal fortbewegen in die Richtung, weil da hätte ich dann das nächste Missionsziel. Ups, da habe ich Schaden reinbekommen. Kann sein, dass wir uns doch wieder zurückbewegen müssen, weil da hinten dann ein Portal wieder öffnet. Nachdem man die Gegner hier alle erledigt hat. Und das brauchen wir zur Heilung. Ah, Teleportfähigkeiten ist noch 15 Sekunden. Oh, shit, shit, shit. Erstmal diese Fernkampfgegner hier erledigen.
Sonst kommen wir hier nicht durch. Wenn ich mich jetzt gleich heile, dann verursachen die wieder Schaden bei mir. Weil ich glaube, wir müssen trotzdem erstmal rein. Ist schon starke Verletzung, Beschädigung an unserer Rüstung. Okay. Gehen wir den klassischen Weg hier lang? Ich denke schon. Ich glaube, die sind gerade irgendwie weggelaufen. Zumindest zeigt das Radar nichts mehr an. Jetzt nur ein bisschen laufen. Ah, von hinten kommen die schon. Sieht man auf dem Radar. Aber links ist eine Tür, die verschließen wir hinter uns und dann kommen sie nur von vorne. Yep, die ist verschlossen. Ja, bis jetzt läuft es ganz gut. Das ist schon mal gut halt, ne? Das ist gut, wenn es gut läuft. Ja, jetzt kommen sie. Da ist schon einer. Gut, jetzt zeigt das Radar gerade nichts an. Vorne kommt ein Unsichtbarer. Ja. Da kommt irgendwo noch einer. Von hinten. Ah. Ups. Ah. Gefährliche Angelegenheit. Diese Ecke hier. Da vorne ist die Tür und da muss man jetzt irgendwie durchkommen. Da war noch einer. Ah, wir haben es geschafft. Nur der Arm hat ein bisschen drunter gelitten. Ah, da ist noch einer. Ah, okay, da habe ich meine Reichweite. War das Timing nicht richtig, habe ich den ersten Schlag verfehlt. Ja, komm, komm. Jetzt schnell durchlaufen. Hinten ist noch ein Relikt. Das bekommen wir noch. Okay. Da war einer hinter mir. Das Relikt haben wir eingesammelt. Okay, mein rechter Arm. Genau mein Schlagarm, den hat es erwischt. Der ist jetzt dunkelrot. Und noch ein paar Schläge drauf, dann ist er zerstört. Dann kann ich mit meinem Schwert nicht mehr zuschlagen. Aber vorne um die Ecke beim Missionsziel gibt es schon wieder ein Heilungsportal. Das brauchen wir dann auch. Da müssen wir jetzt irgendwie schnell durch. Yep. Aktivieren und ein paar Sekunden überleben. Dann öffnen sie es, glaube ich. Komm, 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 komm. Ja. Ah, nee, öffnet es direkt. Ab, das war mein Arm. Das war mein Arm. Ich komme jetzt nicht mehr raus. Ja. Doch. Komm, sprinten, sprinten. Da war gerade der Arm zerstört. Der Schwertarm, da konnte ich nicht mehr zuschlagen, nur mit einem Schild. Wir sind zum Glück noch rausgekommen aus der Ecke. Na, sammeln wir das Relikt noch ein hier links, aber ich glaube, wir laufen direkt durch. Ist es sonst zu gefährlich? Jetzt da noch ein Fernkampfgegner. Ab, sprinten, sprinten, ja. Schnell raus hier. Ah, da schreit schon ein großer, ein riesiger Jeans-Dealer. Ein Sensenklaue war das, glaube ich. Ja, da ist er. Der kommt hier nicht rein, ist ja zu groß für. Deswegen geht man immer diesen Weg am besten, weil dann wird man nicht mit ihm konfrontiert.
So, hier ist noch ein Relikt. Da vorne. Ah. Das Schwert ist auch verdammt stark. Also, wenn mit Zelot, dass die Gegner nicht mehr blocken können, sind die normalen Gegner einfach mit einem Schlag immer tot, wenn man sie erwischt. Ausnahme sind halt die ganz großen, aber selbst da wird massiv Schaden verursacht. Sehen da? Doch, da kommen sie. Ups. Haben wir unseren ersten Schlag, das Timing wieder verfehlt. Da gerade wieder verfehlt. So, die Tür war verschlossen. Jetzt machen wir die nochmal kaputt. Hinten ist das Missionsziel, da ist nur noch verteidigen, aber da gibt es eine spezielle Position, die man einnehmen kann. Das ist praktisch so ein Bug-Using, dass man es auf eine Kiste stellen kann, dann hat man seine Ruhe. Da erwischen die einen nicht. Das werden wir auch machen, weil sonst alleine schaffen wir es nicht ohne Heiler. Im Laufe der Zeit wird man zu viel Schaden ansammeln und drauf gehen. Nein, nicht spucken. Ich dachte erst, er wollte mich anspucken. Das machen sie gerne. Ah, okay. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Nein, das war ein Zeigerangriff. Damit war das Spiel jetzt auch vorbei. Ja, leider haben wir es nicht bis zum Ende geschafft. Dieses Game Design mit diesen Hybrid-Zeigern ist halt leider sehr schlecht. Da kann man einfach nichts machen. Man sieht sie nicht. Sie erwischen einen aus irgendeiner hinteren Ecke immer. Und verursachen massiv Schaden. Meiner Meinung nach irgendwie eine schlecht umgesetzte Idee für diesen Gegnertyp. Ich denke, wir machen erstmal Pause und Schluss hier. Danke fürs Zusehen und irgendwas bullert hier in der Wohnung, muss man kurz gucken. Dann Kritik und Anregungen könnt ihr immer in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Liken und abonnieren natürlich nicht vergessen. Danke, der Imperator beschützt.